Willkommen zurück bei Let's Play Super Smash Bros. Und heute machen wir nichts Besonderes zum Erwärmen, sozusagen. Wir spielen heute mit Lucario. Lucario wird heute der Teamkämpfer. Und ich habe mir gedacht, wir spielen heute einfach mal gegen ein Level 9er. Donkey Kong. Gegen ein Level 9er Donkey Kong. Ja. Genau. Und zwar in Pink. So, Zufall. Im Boxring, na das passt ja. Heute machen wir vor allem die Arenen-Missionen. Also, sprich... Ja, ihr wisst schon. Ihr werdet es schon sehen. Ja, in letzter Zeit benutze ich auch das Greifen etwas häufiger. Und ich habe sogar entdeckt, dass es bei Lucario einen Konter gibt. Boah. Ja, ich mache jetzt hier gar nicht so viel Arbeit. Oh, lecker. Au. Was soll denn das? Na. Komm her. Wow, wow, wow. Er ist nicht umsonst Level 9. Aber der epische Baseballschläger, den wir heute auch noch öfters benutzen werden, der ist dann halt doch etwas zu krass für DK. Geil. Ja, also den... Damit habe ich eigentlich auch schon verraten, worum es heute im Grunde genommen geht. Neben den ganzen Arena-Missionen. Natürlich um Baseball-Contest. Ne, oder wie heißt das? Scheiße. Genau, Sansak-Contest, glaube ich. Durch den Sansak-Contest und durch den Angry Birds-Verschnitt. Okay, ich glaube, so langsam wird es lächerlich mit dem Teil. So, mal gucken, ob wir den Konter hinkriegen. Ja, wobei, ich lade erstmal auf. Oh. Hm. Ich habe vorhin mal mit meinem Amiibo einen Kampf mit einer zweifachen Flugunfähigkeit gemacht. Das war auch cool. Ja, lol. Er nimmt den Baseballschläger und ich werde nicht rausgehauen. Komm schon. Kleiner Smashball. Scheiße. Ja. Ja, ich wollte zwar eigentlich mit meinem Rettungsmove davon fliegen, aber ach, solange es der macht, ist ja auch okay. Ne? Nein! Und Lucario gewonnen! Na, das ist doch mal eine Motivation! So. Na dann. Ab in die Arenen. Hier, Stadion. Oder Stadion, meinetwegen. Wir fangen an mit dem Scheibensmash. Berührst du die Bombe, beginnt der Countdown. Bearbeite die Bombe, um ihren Schadenswert zu erhöhen. Dann wirf sie weg, bevor sie explodiert. Ist der Countdown abgelaufen, explodiert die Bombe und zerstört alles in ihrer Umgebung. Kaboom. Du hast zwei verschiedene Versuche, um deine Punktzahlen in die Höhe zu treiben. Stelle einen Rekord auf. Na dann. Scheibensmash. Stage 1. Ja, ich würde sagen, wir machen immer zwei Versuche. Haben wir sowieso also vier. Und dann gucken wir mal, wie gut ich bin. Ihr könnt gerne eure Bestleistungen reinschreiben. So, und das Ding ist, also wir spielen jetzt erstmal den Angry Birds Verschnitt. Noch nicht so stark anzufangen. Also die Bombe nicht so stark anzuhauen. Denn je stärker man sie anhaut, desto weiter fliegt sie. Und jetzt habe ich halt hier im ersten Versuch mal eher unten gemacht. Jetzt versuche ich halt eher mal so oben. Oh. Oh. Ja, das wird geil. Das... Scheiße. Okay. Dann machen wir auf alle Fälle nochmal. Geil. Ja. Also ich denke, das überbieten wir auf alle Fälle. So, eine kleine Mütze haben wir auch erhalten. Boom. Und zack. Und zack. Kann man die eigentlich greifen? Nö. Joa. Ich glaube, jetzt alleine haben wir schon mehr als bei den ersten beiden Versuchen zusammen. So, jetzt. Das ist halt mit Lucario immer etwas schwer, mit ihm möglichst viel Schaden zu machen. Das ist immer tricky mit ihm.
So, ah, nee. Nee, 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 das war nicht gut. Trotzdem ein neuer Rekord. Ja, machen wir noch einmal. Nein! Oh, ich wollte das gar nicht. Aber, wow. What? Die Bombe ist noch nicht mal hochgegangen. Ich habe trotzdem schon über 100.000. Ja, das lief gut. Ich muss nur irgendwie eine Strategie finden, um der Bombe eine Menge Schaden zuzufügen. Fliegt die raus, wenn ich die jetzt hier so ansmash? Nö. Die bekommt 17%. Okay. So. Ja, das ist geil. 180.000. Und wir bekommen eine Ninja-Kirby-Trophäe. Also ich denke, das kann sich dann doch sehen lassen. Schreibt mir doch gerne eure Bestleistungen in die Kommentare. Wir bekommen erstmal den Bombenwerfer für Didi. Erziele mindestens 150.000 Punkte aus Stage 1 in einer Partie Scheibenbomber. Yo. Haben wir gemacht. 10 Kopfbedeckungen gesammelt. Und Barbara the Bat hat bekommen. Oder Hut. The Bat hat. Hut natürlich. Mann. So, dann kommt jetzt Stage 2. Nein, nicht grün. Dunkelblau. Ich finde den am schönsten. Boah, war der eigentlich schon auf dem Weihnachtsmarkt? Ich weiß ja nicht. Nee, das ist jetzt hier wieder Stage 1, ne? Nee, ich will... Weg. Ja, so kennen wir Auswahl. Wart ihr schon mal auf dem Weihnachtsmarkt? Oder, ja, wart ihr schon mal auf dem Weihnachtsmarkt? Blöde Frage. Wart ihr dieses Jahr schon mal auf dem Weihnachtsmarkt? Wir waren jetzt am Wochenende. Und es war mal wieder so richtig geil. Jeder hat da ja so seine persönlichen Favorites. Meine sind da ja immer Marzipankartoffeln. Und... Wow. Wow. Meine sind ja immer Marzipankartoffeln und Schokofrüchte. Insbesondere Erdbeeren. Oh, ich liebe Schoko-Erdbeeren. So, Stage 2. Das war eigentlich irgendwie blöd, weil ich hätte lieber mit dem... mit der Aura anfangen sollen. Aber, ja, 130.000 kann sich sehen lassen. So, dann machen wir einfach nochmal hier unsere Aura. Und Smash! Ja, na gut. Wird jetzt nicht so der Over-Favorite-Versuch, aber ja, über 200.000. Ich denke, das war gar nicht mal so schlecht. Und wir bekommen Peggy und Pelly. Oh, wie ich Bock auf Animal Crossing habe. Oh, ein Animal Crossing für die Wii U. Das wär's doch jetzt, meine Freunde. Das wär's doch jetzt, nicht wahr? So, war der jetzt besser, weil die Bombe liegt zentral. Übrigens, die erste Bombe ist nicht so stark wie die zweite Bombe. Das sollte man vielleicht auch wissen. Also hätte man lieber die zweite Bombe in die Mitte schießen sollen. Wow, und er verträgt sogar einen aufgeladenen Smash am Anfang. Interesting. Boom. Ja, war nicht ganz so viel, aber immerhin gut, ne? Also ich bin zufrieden. Wir bekommen eine dunkle Samus. Das ist ja mal cool. Richtig cool. Mit K. Und für Pac-Man bekommen wir den Krawallhydrant. Pac-Man ist auch so ein Charakter, den ich gerne mal spielen würde. Oder gut, könnte gerne. Weil der kann ja irgendwie so besondere Items formen. Und jedes Item hat eine andere Funktion, oder? Oder irre ich mich da gerade? Weiß ich nicht so genau. Naja. Gut, dann noch einmal. Ein letztes Mal. Scheiben-Smash. Wie findet ihr es eigentlich besser? So wie es früher war in Brawl, also wo man mit dem Kämpfer an sich durch die Stage gelabert, wie auch immer ist. Und dann... Oh, ich wollte eigentlich kein Smash. Scheiße. Wo man mit dem Kämpfer an sich durch die Stage gelaufen ist. Gelaufen wollte ich sagen, meine Fresse. Gelaufen ist und dann die Scheiben durch Jump'n'Run-Skills gesammelt hat. Oder fandet ihr es besser, wo man, sage ich mal, wie hier jetzt mit so einem Angry Birds-Verschnitt. Warum geht denn die scheiß Bombe schon raus? Ja. Ausbaufähig. Cool, neuer Rekord, ja. Mega geil.
So, jetzt positionieren. Nein! Ich hab doch gar keinen Schaden gemacht. Oh, fuck. Gerade noch so weggeschmissen. Alter. Okay. Moment, Moment. Kann mir irgendwie nochmal so rauszoomen? Kann mir nicht noch irgendwie rauszoomen? Hä? Ich dachte, man kann irgendwie rauszoomen. Nö. Ja, gut. Bam. So, dann hier verprügeln, du scheiß Bombe, ey. Zack. Schön mit dich. Jetzt können die oberen Balken so das untere treffen. Hat bei mir nicht ganz funktioniert. Ja. Aber mehr als beim ersten Mal. Cool. Ja, Scheibensmash ist eh nicht so meine Favorite. Aber wenn man mal Langeweile hat. Und ganz ehrlich, lieber man hat Scheibensmash, als man hat es nicht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das gab es nicht mal in der 3DS-Version, oder? So, Multismash, 10er Smash. Besiege schnellstmöglich 10 Gegner. Yo. Natürlich auch mit Lucario. Lucario. So. Also es geht wirklich nur darum, schnell. Ob da Lucario jetzt so gut ist, das mag mal jeder selber sagen. Ich finde, für sowas ist ja Donkey Kong am besten. Jetzt kommt hier noch ein großer Lucario, der etwas schwerer zu treffen ist. Jetzt komm schon. Ist das gerade dein Ernst? So. 18 Sekunden geht schneller. Aber... ja, wisst ihr was, das ging so schnell. Das machen wir nochmal. Dann beim 100er Smash, das machen wir nicht unbedingt nochmal im Part. Aber... ja, gucken wir mal. Ah. Okay, der Anfang ist scheiße. Anfang ist richtig scheiße. Ja, nee, das werden keine 18 Sekunden. Naja. Dann man muss ja auch nicht immer toppen, ne? So. Alter, jetzt schon bei 22. Alter, jetzt geht doch raus. 27. 10 Sekunden schlechter fast. Ja, ist egal, komm. Einmal probieren wir es noch. Einmal noch. Komm schon. Ach, das ist wieder so richtig schlecht, der Versuch. Du musst am besten hier so mit diesen Sprungkicks, wo du so in den Gegner reinläufst. So, jetzt hier. Jetzt geh doch weg! Du versaust mir meine Zeit. Meine Fresse. Okay, gut. Okay. Nehme ich so hin. Immer noch Lucario. Kämpft ihr gerne mit eurem Mii? Was? Nein. Was mache ich denn da? Ich will doch einen anderen Smash. Einen ganz anderen. Das ist nicht schön. Nee, nee. Oh, jetzt kommt schon der 100er Smash. Ja gut. Dann packe ich auch gleich mal mein Synchro-Thema für heute aus. Dass das nicht ganz so schlafend wird. Und zwar geht es heute um Amiibo. Die erste Welle ist ja nun schon draußen und der 100er Smash, ne? Ja, hier geht es eh nicht um Zeit so wirklich. Hier geht es einfach nur um Schaffen. Ich glaube, es kommt irgendwie alle 25 Gegner ein großer. Glaube ich. So, der hier hat seinen Kumpan noch mitgerissen. Die erste Amiibo-Welle besteht ja aus... oh, lass mich lügen. Mario, Yoshi, Peach, DK, Link... Moment. Dann haben wir noch die Wii Fit Trainerin, genau. Den Villager. Die Wii Fit Trainerin, den Villager. Oh, hier ist ein Powerblock. Da war ein Powerblock. Die Wii Fit Trainerin, den Villager. Little Mac, genau. Marv. Und ich glaube gerade, das war der Villager. Noch irgendjemand? Ich weiß gerade gar nicht. Noch irgendjemand? Ja, bestimmt noch irgendjemand. Aber mir fällt es auf jeden Fall gerade nicht ein. Und deswegen... ach ja, hier Samus. Genau, Samus noch. Bestimmt noch irgendjemand. Ich glaube nicht, dass es schon 12 waren. In der zweiten Welle dann
kommen aber jedoch solche Kunden wie Luigi, Zelda, also mehr so die Zweitbesetzung. Dann noch Captain Falcon, also auch so eine Art Little Mac, zumindest von der Beliebtheit her. Da natürlich Sonic, nee, Sonic noch nicht. Sonic noch nicht. Aber ist ja auch egal. Was ich damit eigentlich sagen wollte, das Pac-Man. Nee, das ist nicht Pac-Man. Das. Bowser. Die hatte nur gerade wegen ihren blonden Haaren. Was ich damit eigentlich sagen wollte, ich finde die zweite Kollektion sackt so übel. Ich meine, klar, Zelda kann man sich mal noch geben, aber der Luigi... Wer braucht Luigi? Und abgesehen davon ist der potthässlich. Also richtig, der lässt sich so nach vorne fallen, also halt so eine Art Mutprobe, ne? Und dann ist der so total ausgekautschuckt. Ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, ist mir auch egal. Er sieht einfach scheiße aus. Das würde ich eigentlich damit sagen. Und joa. Ich weiß auch nicht, mir gefällt das sowas von gar nicht. Ich kann euch hier mal ein Bild einblenden. Habe ich bestimmt auch schon zu den ersten Amiibo-Welle gemacht. Weiß ich jetzt noch nicht. Ich tue ja neuerdings die Videos immer richtig professionell schneiden. Eh nicht, aber egal. Ja, jetzt ist doch gut hier. Darf ich ja vielleicht mal wieder rauf? Alter. Jetzt ist gut. Du weg. Alter, ich sagte, du weg. So, und ich finde, die zweite Amiibo-Linie sackt total. Die dritte. Ist es jetzt dein Ernst? Jetzt haben wir den nicht geschafft. Oh Gott. Ja, gut, dann mache ich den Offscreen nochmal. Da habe ich jetzt nicht so viel Bock, den. Und ich glaube, ihr auch nicht. Die zweite Amiibo-Linie sackt einfach mal sowas von total. Ja, die dritte, bei der sieht es dann wieder besser aus. Da sieht es dann wieder viel besser aus. Ich glaube, da kommen dann solche Kämpfer wie König DDD und Meta Knight. Warte, was haben wir? Was habe ich mich hier gerade? 3 Minuten Smash, okay. Da kommen dann wieder solche Kämpfer. Da ist dann auch wieder was für mich dabei. Und bei der vierten mit Schalk sowieso. Die kommt ja dann im Februar und die dritte im Januar, also so im Monatstakt. Das finde ich cool, wenn sie dann schon nicht ihre Spiele so rausbringen können. Dann noch wenigstens die Amiibos. Und sie haben auch gesagt, dass sie abgesehen von diesen Stamm-Amiibos, also den ersten 18 so ungefähr, also so ungefähr, ne, auch sehr viele limitiert nur erhältlich sein werden. Und das bedeutet, wer einen Schalk also haben möchte, ich, der sollte da lieber schnell zugreifen. Und das mache ich auch. Also ich glaube, ich bestelle mir den sogar vor. Weil echt, ich will nicht riskieren. Ich weiß nicht, wie beliebt der ist. Und ich will nicht riskieren, dass ich dann den nicht kriege. Weil das ist so ein Amiibo, das will ich echt unbedingt haben. Den Villager und den Schalk. Das ist so mein Grund für Amiibo. Das ist mein Grund für Amiibo. So, das Sonic. Sonic gibt es auch als Amiibo. Ich weiß auch gerade nicht, ob in der dritten oder vierten Welle. Ihr seht es ja dann eh in dem Bild. Ich will mich jetzt hier nicht um Kopf und Kragen, um Knopf und Kragen reden. Und deswegen, ja, ihr seht es dann. Hoffe ich. Es wäre jetzt peinlich, wenn ich es vergesse. Aber nee, ich vergesse es nicht. Allein aus dem Grund, weil ich was rausschneiden muss. Den Classic Mode müssen wir auch nochmal machen. Vor allem auf schwer würde ich den gleich gerne mal machen. So, da würde ich sagen, können wir uns ja fast im nächsten Part mit dem 100er Smash erwärmen. So. Dauert ja jetzt auch nicht so lang. Ach, ist das hier der 100er Smash? Nee, das ist 3 Minuten Smash, ich wollte gerade sagen. Das ist doch hier nicht der 100er Smash. Die sind aber eh so ähnlich. So von der Zeit her, die man braucht und von der Anzahl der besiegten Kämpfer. So, jetzt kommt hier Samus. Ah. Boom. Boom. Ich glaube, das war gerade Block-LP, den ich da rausgesmashed habe. So. Boah, bam. Macht schon Spaß, hier so kleine Pimpe rauszuknallen. Und warte, irgendeine Amiibo war jetzt auch übel selten. Das habe ich jetzt aber leider nur am Rand mitbekommen. Ich glaube, die Kirby-Amiibo, die war's. Die war ultra selten irgendwie auf Amazon. Die Link-Amiibo gibt es Don't Know Why auch mittlerweile für 13 Euro. Oder doch 13 müsste es sein. Warum gibt es eigentlich die Link... Jetzt ernsthaft, warum gibt es die Link-Amiibo für 13? So. Yoshi ist auch ganz cool. Einfach so random Yoshi ist auch ganz cool, ne? So, da ist der Villager. Alter. Was für eine fiese Taktik. Am Ende schaffe ich das ja auch nicht. Oh. So. So, komm her. Villager. Oh. Ich habe auch langsam... Alter, ich muss langsam echt aufpassen. Also auch wenn die sich so leicht raushauen lassen, weniger Schaden machen sie deswegen trotzdem nicht. So, schön aufpassen. Oh.
Warum war der jetzt eigentlich nicht Maxi? Warum sind manche Maxi und manche nicht? Das verstehe ich nicht. Boah, der war richtig krass. Na, will nicht rausgehauen werden. Bam. Macht schon Spaß, ja doch. Der Kirby war auf jeden Fall übel selten und ist schon irgendwie ausverkauft und keine Ahnung, eigentlich ist Kirby gar nicht so beliebt. Habe ich jetzt so den Eindruck gehabt. Aber allein aus dem Grund könnte man sich ja mal holen, ne? So, 92. Oh, jetzt sag nicht, es gibt irgendwie für 100 einen Meilenstein. Das wär fies. Das kann ich aber auch nochmal offscreen ausprobieren. Erziele 60 oder mehr K.O.s. Okay, 60 waren's. 1000 Gold kriegt man dafür. Cool. Ja, 100er Smash haben wir leider nicht geschafft. Gibt's einfach im nächsten Part. Apropos, ich überlege gerade, was im nächsten Part eigentlich kommen könnte. Naja, das überlege ich mir mal noch. So, den Gegner-Smash. Besiege mehr Gegner als deine Rivale. Das ist auch interessant. Da kann man praktisch gesehen halt einfach... Na gut, was heißt interessant? Es ist einfach so. Man soll mehr Gegner als seinen Rivale besiegen. Einfach total random halt. Ihr könnt euren Gegner auch raushauen. Das bringt euch einen Kill. Aber es hilft halt nicht viel, weil da euer Gegner ist nicht ganz so einfach rauszuhauen wie ihr selber. Wie die anderen Mies. Na, also der hat auch eine ganz normale Fluganfälligkeit. Und der kann die Gegner halt auch so schnell rausmashen. Deswegen lieber auf die Kleinen konzentrieren und den Großen. Natürlich, meine, man sollte jetzt ihn nicht irgendwie verschonen oder so. Das wär's ja gar noch. Aber man kann ihn ja mal raushauen, ne? Alter. Ja, wenn du es drauf anlegst. Junge! Bam! Aber es bringt echt nichts. Dann lieber hier seine Zeit nutzen. Und die Kleinen raushauen. Ich habe immer Angst, dass ich das bin. Wenn da irgendjemand rausfliegt. Irgendwie total dumm, oder? Warum macht er gerade Konter? Das ist doch so sinnlos. Diese kleinen... Nein! Nein! Ach, zählt das jetzt schon? Ja, Differenz von 26 und 8. 8 ist 18. Schaffen wir nochmal, ohne zu sterben. Mann. Aber ihr müsst auch immer bedenken, ich laber dazu auch noch. Ihr könnt ja hier einfach so schön gechillt zugucken. Alter, da macht er schon wieder hier mit seiner Aura. Der regt mich auf, der Typ. Bam. Aber ihr seht schon, es ist eigentlich ganz gut möglich, hier mehr zu haben als der Konkurrenz. Der Konkurrenz, genau. Der Konkurrenz. Wow, was geht mit dir ab, du scheiß Konkurrenzdenkender? Das ist ja echt richtig krass unnormal, wie böse der ist. Jetzt hat er auch noch seinen Konter eingemacht, deswegen hat er dann also angemacht. Du wolltest mich besiegen. Ich greife jetzt hier auch so eiskalt einen Kämpfer. Jetzt greife ich mir meinen Mitstreiter. So. Amiibo. Amiibo ist so cool. Ach ja, Amiibos. So, ich habe auch noch gar nicht so in Hyrule Warriors und so alles genutzt. Und in Mario Kart auch noch nicht. Kann man alles mal machen. Denke ich, mache ich sogar. Am Donnerstag ist ja wieder eine Session. Stimmt, da wollte ich auch noch ein Infovideo aufnehmen, wie es mit einem Smash Bros. Online Let's Play aussieht. Hoffentlich, da sage ich das dann gleich nochmal mit. Weil es gibt nicht mehr so viele, die dann online kommen. Es sind schon immer ein paar, aber jetzt nicht so viele. Und vielleicht haben da manche, vielleicht denken da manche, dass wegen dem Smash Bros. Turnier, dass es dann einfach nicht mehr kommt oder so. Es kommt trotzdem immer noch regelmäßig Mario Kart 8. Da habe ich nämlich auch immer noch Bock drauf. Mit einem schönen Synchro-Thema und alles, da passt das dann schon. So. Gibt es eigentlich irgendeine Zeit oder so, oder geht es echt, bis man rausfliegt? Ich sehe gerade keine Zeit, also nehme ich mal an, es geht, bis einer rausfliegt. Aber diesmal bin ich nicht so gut. Vielleicht würde es helfen, wenn ich ihn rauskick. Oh fuck. Ja, immer noch gewonnen. 17. Denke ich, kann man als erledigt betrachten. Die Smash-Tour, die will ich mir dann für den übernächsten Part aufheben. Da will ich dann wirklich so einen eigenen, richtigen Part draus machen. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie lang der Part hier schon ist. So, den Endlos-Smash. Den machen wir nicht, weil, ja, ist halt einfach
den Kampf ohne Zeitlimit. Mach ich mal offscreen. Wir machen den brutalo Smash. Was brutal, Alter. So. Da spielen wir mit dem Lucario. Wer hat's gedacht, ne? Wie findet ihr denn Lucario? Ist das für euch so voll der... Oh Moment, scheiße. Ah, wieso geht die Pause-Taste nicht? Toll, jetzt geht sie. Ja, ich habe gerade geguckt, wie lange wir schon aufnehmen. Und da konnte ich natürlich nicht auf Pause drücken. Nein. Okay, nochmal. Das Problem ist nämlich hier, die lassen sich genauso schwer raushauen, wie normale Gegner auch machen, aber so krass viel Schaden. Ja, da hat man entweder man hat Glück und die schmeißen sich gegenseitig irgendwie aus Versehen raus. Oder man... Man hat einfach so ultra viel Skill, was ich nicht bei mir sagen kann, leider. Lass mich doch zurück. Oh. Ja. Na, oh Gott. Ja, man kann sich auch selber umbringen. Alles kein Problem. Sollte man halt nicht, ne? Bereit, los! Oh. Scheiße, jetzt wollte ich so übelst gillig auf den Boden hauen. Alter! Na, hier nach 10 Sekunden 100. Na gut, nicht ganz. Nach 15 Sekunden 90 Schaden. Hätte es gut, ich will einen töten. Komm schon, einen. Okay. Probieren wir es mal mit Ike. Vielleicht hat der mehr Chancen, mehr Glück. So, Ike. Trophäenrausch wollte ich eigentlich auch in dem Part machen. Schaffen wir aber nicht mehr ganz. Machen wir es im nächsten Part. Ja, mit Ike war die beste Idee, die ich hatte. Die beste. Einfach nur die beste. Richtig krass. Oh nein. Ich kann es. Okay, ich gebe auf. Nee. Ja, dann danke fürs Zuschauen in diesem Part. Im nächsten Part gibt es dann den Trophäenrausch und noch was anderes. Überlege ich mir noch. Und ja, bis dann. Ciao.